Ja, schönen guten Abend. Irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob das hier gerade alles was wird. Letzter Spieltag. Oh ja, letzter Spieltag. Online-Bundesliga. Nach der deutschen Isbahn-Meisterschaft. Wir versuchen nochmal anzugreifen, aber ich glaube, da müsste schon ganz schön viel passieren, damit wir noch eine Chance haben, irgendwas. Zu verändern, beziehungsweise den Tabellenführer noch abzufangen. Und gegen unsere Hamburger Skat-Freunde. Passe. Ja, ein Achtzehn. spielerisch sehr Passe. ordentlicher Tisch auf jeden Fall. Mal gucken, ob sich das bestätigt. Markus Bohn und Kai Witt kenne ich beide. Kreuz. Wenn sie es denn sind. So, wir machen nicht blank auf, sondern unter Pik Ass zu dritt. Okay, da ist der Schuss. Okay. Ja, gut, der nimmt nicht mit, also wird er Kreuz Jungen haben, denke ich mal. Also spielen wir Trumpf und lassen unseren Mann mal antreten hier mit der Karte. Nimmt er trotzdem mit. Okay. Das ist schlecht. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich denke mal, er wird Herz 10 gedrückt haben. Ja. Und zu stark das Spiel. Ja. Ja. Passe, passe, Ja, eine passe. sehr starke Beikarte von uns. Fett liegen, keiner Reiz. So ein schöner Blender in 18. Mittelhand, aber wir gucken mal. Passe, passe. Ja. So, okay. So, spielen Herz, Standard. Herz. Was machen wir mit Karo 7? Das ist die Frage. Wir steigen trotzdem mit der 10. Okay, Kreuz aus. Gut. Herz hier. Jetzt haben wir Rest und hoffentlich gewonnen. Passe. 18, passe. Ja, wenn der Markus eben den Trumpf taucht, wird es sehr kompliziert. Grand. Ja. Okay. Trotzdem geht 10. Jetzt König, okay. Ja. Schönes Paket. So, schöner Ansatz. Karo Hand, Pik Hand, Rang, kann alles Passe. werden. 18. Passe. Okay, es wird ein Karo. Karo.
10 sollte nicht idealerweise rein. Okay. Karo König. 21, 30. Na, 45 können Sie noch. 21, 39, 45. Der Pik 10 zu dritt reingehauen. Wow, jetzt stehen sie auf 45 und machen noch einen Stich, mit dem sie nicht mehr beginnen. Oh, warte mal, jetzt habe ich ja irgendwie einen Fehler gemacht. Die haben dann noch die vier Augen gemacht. Also haben sie 34, 13, 47. Ja. Ja, ich glaube, die hatten 47, kriegen nur 57, aber falls ich mich verzählt habe, ich verzähle mich ja doch häufiger. 7 Augen mehr. Nee, nee, alles gut. Ja. Passe. 18. Passe. Grand. Hand. Ja, einfach bestellte 10 rein. Optisch sieht so aus, als wenn Herz Junge im Skat liegt. Oder er will uns ein wenig an der Nase herumführen. Also richtig Karriere kann ich mir hier nicht vorstellen, dass wir hier noch machen. Das muss er eigentlich auch haben. Also Pik 10 steht blank, also das sieht eigentlich irgendwie gefühlt. Also nicht mal. Herzstich? Nee. Oh, Karo, ja. Ja, Herz Junge, Herzkönig. Ja, gut. 18. Akzeptiert. So, leider 3 zu finden zum 0. Passe. Karo Hebe machen wir jetzt Passe. noch nicht in der Mannschaft. Bisschen Lust hätte ich natürlich schon, Herz. aber das ist nicht nötig. Wir machen erstmal Pik drauf. Zehn auch noch. Oh. Ist eigentlich aufgepasst, ob wir raus sind? Doch. Ja. Qualitätsspiel. Passe. Ein schöner Scherbenhaufen. Passe. Passe. Ja, damit hätten wir auf jeden Fall eine Mini-Chance gehabt. Passe. Passe. 18. Kreuz. Vier Trumpfstiche in der Regel für uns. Oh, ohne Trumpffalle, wow. Zugfolge präsentiert, als wenn Herz der Aufschlag nicht gut war. Aber ja,
musste unbedingt Herzkönig spielen. Naja, schade. Ich hatte eigentlich extra ein bisschen verzögert 18, mit der passe, 9, aber kann im Internet passe. natürlich auch mit Verbindungsproblemen zu tun haben, denkt er sich vielleicht. Herz. Schön. Fünf Prüfer links, rechts gedrückt. Ich habe nicht mitgezählt. Das ist alles nicht gut. So, wer hat hier Kreuz Jung in dem Spiel? Wahrscheinlich mein Mann. Das war alles nicht optimal gespielt. Ja, okay. Das hatte ich gehofft, dass er jetzt drauf spielt, dass er Pik gabeln kann. Aber jetzt haben wir Rest. Dann ist alles gut gegangen. Achtzehn, passe, 20, passe, Mager Kost. Herz. Trotzdem drücken wir 3, behalten diese K.O. Diese 18 im Mittelhand können halt auch eine Menge andere Sachen bedeuten. Na, kommt wieder K.O. 10. Nee. 14, 28, Mini-Chance für 30 haben wir noch. Mini-Chance. Ja. Wohlgemerkt immer, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja. So. Ja, null Option. 18, Na, gucken wir mal, ob eine Bindekarte passe, liegt. passe. Ja. Na, oh, Mann, Bindekarte liegt. Aber nur, wenn Herz 2-2 steht. Ja, wir spielen den Herz und hoffen, dass alles Herz. gut wird. Mal gucken. Schlimmster Aufschlag, der kommen konnte. K.O. 8, ist ja klar. 14. Pik Ass 10 in der Regel. Ja. 14, 29. Okay, das ist gut. 36. Okay. 43. Ich hoffe 58. Sonst ist wieder einiges schiefgelaufen. Karten stimmen. Ja, okay. 18, passe. Passe. Kreuz. Kreuz, okay, dann machen wir Pik auf. Standard Ass Lusche taucht, alles normal. Was haben wir hier im Spiel? 15. Meistens 3 K.O.s, K.O. 7. Das ist alles in der Reihe. Naja, dann spielen wir mal noch 7 drüber, das ist schlecht, dann geht's zum Schneider. Da war K.O. 7 doch nicht so auf
Vier können wir nicht Passe. machen. 18? Wir Ja, sagen aus passe. Spaß 18, weil wir Pik Ass haben und mit vier Königen dann beim Pokern vorne wären. Karo. Er hält sein eigenes Spiel. Mal gucken, ob das gut oder schlecht war für uns. Runde 2, okay, alles unwichtig. Das ist gut. Gucken wir weiter. Dreierlänge ist noch da irgendwo. Und 7. So richtig viel 18. hat er nicht gehabt. Passe. Unser Kumpel Markus Bohn. Passe. Was haben wir jetzt? Ein einfaches Karo. Ja, mehr heißt es nicht. Relativ alternativlos. Karo. Ja, leider müssen wir schneiden. Kreuz 9, da kann man nur spekulieren, dass jetzt von 8, 9, 10 König war. Aber wir behalten die Nerven, gucken uns an, was hier passiert. 15. Aha. Spielt trotzdem kleinen Trumpf. Ja, ist entspannt. 10. So, was hatten wir gesagt? 20 haben sie. War alles komplett unspektakulär. Er legt Kreuz 7 rein mit 7, 8 in 18. meinem Stich. Da gehen ja die Theorien auch immer auseinander. Also eigentlich nicht, weil man behandelt Luschen, wie man Bilder behandeln würde. So, ein schlechter Nullansatz mit ganz viel Fantasie. Passe. Passe. Den verweigern wir mal. Sind schon im Spiel 16. Mal gucken, ob hier einer schon was geschrieben hat. Grand. Grand! Keiner was geschrieben. Oh. Tiefschnitt oder was? Mit Ass 10 Lusch. Sieht so aus. So und weiter. Ass 10. Passe. Ah, 5 Atu, 2 Seitenasse, aber ohne Verstärkung, 18? Totalschaden. Ja. Ich 20? sag diesmal Ja. trotzdem die Passe. 20. Ohne Trumpfvolle die Spiele, die mag halt, also speziell ich mag sie überhaupt nicht. Karo. Fünf Dumpfer. Unser Mann hat noch Karo Bauer, das ist offensichtlich. Oh, hat er links, rechts gedrückt. Ah, und drei Piken oben. Das ist schlecht. Jetzt muss unser Mann Bauern spielen, damit ich Herz Ass lade. Ja.
hat super gespielt, ich leider nicht. Hätte jetzt wenigstens Karo Bauer laden müssen. Steht dann noch auf drei Piken. Er hat es gut gespielt, ich leider nicht. Das ist jetzt noch das Schlimmste, dass 10 und 9 im Skat liegt. Ich schreibe trotzdem mal sorry. Ich glaube, wir gewinnen trotzdem noch, wenn er jetzt erst den Bauern spielt. 18. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Wenn er den Bauern spielt, lade ich Herz Ass und dann kommen wir mit den Bildern noch zurecht. Passe. Aber er ist halt nicht Passe. draufgekommen. Ja, jetzt kriege ich zur Belohnung. Jetzt gibt es zur Belohnung dieses Kuckucksspiel. Okay, also wir drücken 20 und spielen den Kreuz, ne? Kreuz. Ganz schön teuer für die Mannschaft, das Spiel. Moment bitte. Ja, hier vibriert es auch. Haben wahrscheinlich ein paar. Nee. Bei Martin sieht es sehr gut aus. Ich hätte ja vielleicht auch mal ein bisschen großflächiger. So. 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 Die Elbe Asse stehen da im Minus und Martin auf 800 knapp. Naja. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt leider nicht ganz genau im Kopf, aber es ist alles sowieso super unwahrscheinlich. So, Moment bitte. Achtzehn. Passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Passe. Bilder. Wow. Bei unserem Marco sieht es nicht so gut aus. 6,14, 172 für Marco und 4,74 auch in Spiel 18. Aber wir haben ja noch Thomas im Rennen heute. Peak. Peak. Ja. Wie 1000 unter Karo Ass zu viert? Nein, wir schlagen Bild auf. Ich spiele jetzt hier, glaube ich, voll auf dem Viertrümmer. Bild, Bild. So. Okay, alles unwichtig. Kreuz Bube wird bei unserem Mann sein. 14, 20, 33. Ich denke mal hier. 6 Atu und. Hat 10 noch gedrückt. So, 20 gedrückt. Okay.
Passe. Passe. 18. Kreuz. Kreuzer weiß sein Geld verspielt. Wenn jetzt Karo und Junge reinkommen. Ich hau jetzt hier mal rein. Genau, hatte ich mir, war mein erster Gedanke. Sowieso. So, 5er Tour. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. 3 Herz, 2 Karo wäre meine Einschätzung, aber vorhin hat er ja auch ein anderes Spiel gehabt. Jetzt kommen schon wieder diese scharfen Zehen. Ah! Oh. Ja, okay, das ist fair. Weil mit Pik 10 sind wir eh raus, da hat er recht. Dann kann er auch ruhig zeigen. Ist auch egal, welche Karte Passe. Ich anlege. Passe. 18. Herz. Herz. Und dazu 12. Kann man es blank stellen. Kann man machen, muss man nicht. Was haben wir? 12. Ja, meistens hat er 3 K.O. Ja, hat er aber diesmal nicht so gedrückt. Hätte er schmaler gewonnen. So, ja. Den werden wir reizen. Immer geht er natürlich nicht gut. Aber einfach gucke ich mir nicht an. Pik ohne 2 auch ungern. Mit 2 auch ungern. 18? Ja. Pin hat noch kein Passe. Ergebnis. Oh. Okay, nee. 20? Ja. 22, ja. Gute Nachricht. Passe. Okay, so ist das. War die falsche Kreuz. Nachricht. Kreuz. Pik Ass Ladung? Nee. Kreuz hin. Pik Ass Ladung wäre interessant geworden auf jeden Fall. Schon 33, ne? Karten aufdecken. Passe. Passe. 18.
So, da kommt Herz. der Thomas. Da ist auch nichts passiert, alles gut. Ich spiele trotzdem einmal Schuss. K10 wäre präziser gewesen. So, 6 A2, ziemlich sicher. Kreuz Ass blank, Pik zu dritt, wäre Standard. Das wäre wahrscheinlich auch die einzige Chance, wie wir das Spiel gewinnen. Okay, jetzt hat das. Und so sind wir jetzt in Schneider. Ne, ach was. Wegen Schneider. So, 18. Pik Hand. Passe. Frage ist, was passiert Passe. da? Mehr gereizt wird. Ja gut, ich mache jetzt kein Experiment hier. Im Einzel kann man drüber nachdenken. 13 drücken, 24, 34, ja, mal einen vollen stechen. Noch ein Bild ist man favorisiert wahrscheinlich, aber der Peak ist zu. Peak. Keine Ahnung. Sehr vielen Prozent Schneider. Sehr hohen Prozent. So, zack, drauf. Ja, und da stehen sie, die vier dazu. Das ist schon der Wahnsinn. So viel zum hohen Prozentzahl Schneider. Ne? Wir gucken mal, ob er einen reinhaut. Aber eigentlich kann der nicht mehr so viel haben hier mit Kreuz, Junge, Pik, Ass, Bella. Wenn er irgendwas noch gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich gereizt. 22. Abzug, Trumpf. Vielleicht legt er deswegen keinen vollen. Ansonsten, ja, trotzdem. Hat auch stabil gepasst hinten. Herzbindekarte wäre schön. Passe. 18. Reizen wir diesen 0. Ja. Kann aus Spaß. 20. Passe. Kann einfach lassen wir nicht zu. Karo. Trotzdem, Karo, wir machen Herz 7. Ich weiß nicht, wenn er hier nicht Herz Ass zu dritt hat, dann ist alles nicht so schön. Deswegen gehen wir hier gleich aufs Ganze. Der erste Stich. Was ist jetzt passiert? Mittelhand hat gepasst mit Pik Ass 10 Kreuz Junge. Der kann ja fast kein Kreuz Ass haben. Beschlagen halt nur den 5 Trümpfer, ne? Weiß nicht mehr, was er reingelegt hat in den ersten Stich. Ja, wir spielen einfach Pik Lusche. Ja. Das reicht halt nicht. Keine Herzbindekarte drin gewesen. Hätte sein können, weil er zwei hatte. 18. Passe. Passe. Kreuz. So, Kreuz ist Trumpf. Und spielen Herzkönig.
denkt, er ist blank, das kommt gut. Passe. 18. 17, Passe. 28. Herz unten komme ich mit dem König dran, noch 32 Karo-Mische zurückbringt. Auch alles Peak. Nichts. So, der kam ganz schön schnell im Steigen, aber ich glaube wahrscheinlich. Oh. Der sieht auch mit einer Menge aus. Mit einer Menge Bauern. Nein! Nein, 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 nein! Oh, sorry. Oh Mann, ey. Ja, das war blöd. Hätte er mal Kreuz Ass gespielt. Und dann auf Herz getaucht, 18? Dann Passe. Wäre alles gegangen. Ich muss wahrscheinlich Herz Ass laden. Ich weiß zwar, dass er zwei Blanke dann hat, vielleicht. Ja, drei Passe. Kreuzen hat. Karo war schon blank. Ja, okay. Kreuz. Ja, vorne, wir wollen ihn nicht auf Schuss setzen, wir wollen ihm eine 10 vorher spielen. Okay. Alles Schrott. Das war wahrscheinlich auch alles nicht gut. Ja, da hat's da. Was macht er denn da jetzt? Ja, egal. Ja. Das Gegenspiel war unglücklich. Aber letztendlich hat 18? Es der Kai auf dem Gewissen. Ja. 20? Ja. Ich glaube, die wichtigste Karte von ihm wäre gewesen tatsächlich Herz 9 von 10 Lusche. Passe. Dann schlagen wir sowohl seine Bella zu dritt in Herz als auch seine drei Kreuzen, weil dann wirft er ein Kreuz ab. So, was ist jetzt passiert? 22. Puh. Ich hau Kreuz Dame rein. Alles unwichtig, ja. Rest schenken, zack. Ja, die Elbe Asse. Passe. Ansatz. 18? Bin irgendwie nach diesen 5 Skat-Tagen in Magdeburg. Moment. Passe. Ja, Mittwoch bin ich angereist. Mittwoch, ja, kaum gespielt. Karo. Mittwoch, also 4,5 Skat-Tage, doch ganz schön Karo. Und nicht so im Reizfieber. Dame Lusch. Thank you.
Passe. Passe. Ja, das war klar. Naja. Ach Mann, eigentlich ist es eine Karte zu Achtzehn. schwach. Uiuiui. Okay. Grand. Ich habe nichts gesagt. Spanische Findung, Dos Asos in Stockos. Mein Mannschaftskollege hatte gerade den neuen Stand eingestellt. Der sah jetzt nicht so schlecht aus, aber 16. Und Kreuz Junge wollte er nicht stechen, vielleicht. Warum habe ich jetzt eigentlich nicht gut gezählt? Das ist schlecht. Es droht hier schon noch irgendwie. Kreuz Ass 10 liefen, die liefen. Ich glaube, ich kann den spielen. Den spielen. Den spielen. Und jetzt spielen wir Bauern. Ja, hier ist Hamburg. Genau, die 24 Äuglein. Mal gucken, ob die noch gut werden in die Liste. In der Liste. So. Ja, schöner Skat. Schönes Spiel. Mein Gefühl, 18. ich stehe, glaube ich, 9-0 und habe nicht so viele Qualitätsspiele gehabt. Passe. Ui, schöne Liste der Martin. 1700. Passe. Und die beiden anderen 600 und 500. Hansa Hamburg ist. Also Grand. gefühlt ist unser Kontrahent, wenn es einen gibt, Hansa Hamburg. Ich weiß es nur nicht, was da bei Thomas war. Das muss ich nochmal kurz gucken. Ja, bei Thomas war nichts passiert. So, Grand Mittelhand, okay. Ass und dann Herz. Das ist wahrscheinlich nicht gut. Herz 10 hat er logischerweise auch, sonst spielt er keinen Bauern. Oder direkt über die Dörfer. Nun. Ich glaube, er hat Karo, wenn dann Karo. Auch nicht. Ja, beide roten Zähler gedrückt. Ja. War schon der Hütte. Siebenvolle. So in Passe. der Art. Und ein Bauer. 18. Passe. Markus gibt auf jeden Fall noch Spaß. Grand. Grand. Wir drehen auf. Dieser Dame-Lusch-Aufschlag, der ist der Wahnsinn. Schon wieder von Dame-Lusch aufgeschlagen. Gut, diesmal hat er wahrscheinlich, glaube ich, wirklich keine großartigen anderen Optionen gehabt. Aber der wird immer moderner. In 0-1, 815 Passe. Punkte. Oh Gott, das wäre. Oh, jetzt kommt. 18. Passe.
Ich weiß nicht, wie weit die, was da los ist, keine Ahnung. Wie viel nimmt der eigentlich den Marco? Also, gut, der hat gegen Martin 1200 verloren. Dem Marco nimmt der 500 ab. Mir hat er bis dato noch nichts abgenommen. Grand. Und Thomas hat da 440 aufgenommen. So, ene mene miste. Eigentlich würde ich ja nicht mal gerne ein Bild ausspielen, aber immer Lieblingsfarbe Pik. Aber jetzt wissen auch noch alle, welche Lieblingsfarbe ich habe. So. Was das ist jetzt für ein Bluff? Oh. Guck mal, Karo Dame wahrscheinlich. So, jetzt hat der uns auch noch überflügelt. 18. Ist alles übersichtlich wenigstens. Passe. Passe. Also noch. Ich hoffe, der macht jetzt nicht noch 220er. Dann. Herz. Ich nehme den mit und drehe auf Blank selber. Was? So. 18. Drei Jungs, ein Ass zu dritt, leider muss ich 18 sagen. Keine Ahnung, ob er bessere Passe. Informationen hat. Wahrscheinlich Passe. wird ihm erklärt, er muss passen. Ja. So. Splitten. Und Kreuz. Kreuz. Ungern alles. Ungern. Da sind sie schon. Ich hau trotzdem weg. 24. Halb Polizei. 24. 20 und 14, 38. Jetzt können wir den rausnehmen, ist eh nichts mehr draußen. Ja. Naja, gut. Glückwunsch. Und ja, ich weiß nicht, wie viel hier noch das eine Gegenspiel war. Ein bisschen unglücklich. Naja, schauen wir mal, wie es zu Ende geht, die Liste, und wie die zweite dann läuft. Bis später. Tschüss.